Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute im Werkbund Archiv Museum der Dinge in der Oranienstraße. Die aktuelle Ausstellung heißt Masse und Klasse – Gebrauchsgrafik in der DDR. Renate Flackmeier, Sie sind die Kuratorin. Vielleicht können Sie uns ja ein paar Details nennen, worum es genau da geht. Also wir zeigen hier die Ausstellung zur Gebrauchsgrafik in der DDR. Zeigen Plakate, Zeitschriften, das ist so das Schallplattencover. Und die andere Ebene sind Verpackungen, Werbung, Fachzeitschriften, wie hier die neue Werbung, die eben über 4 Jahrzehnte in der DDR erschienen ist. Eine Fachzeitschrift? Für die Werbung, genau. Und die eben auch den Anspruch hatte, tatsächlich zu schulen, Tipps zu geben, wie man Werbung machen kann, die in der frühen DDR-Phase eher so einen aufklärerischen Charakter hatte und dann allerdings auch nach und nach immer stärker zurückgefahren worden ist. Ja. Also, aber so grundsätzlich gab es das und das ist einfach ein interessantes Phänomen. Wir haben hier auch, kann man so ein bisschen blättern, stöbern in Artikeln, die wir unter thematischen Gesichtspunkten auch als Kopie zur Verfügung stellen, damit man einfach sieht, über welche Grundsatzfragen die Auseinandersetzung geführt wurde. Und das grundsätzlich, auch mit diesem Titel Masse und Klasse, das bezieht sich einmal darauf, dass natürlich Gebrauchsgrafik massenhafte Verbreitung fand. Und Klasse, dass es eben auch sehr viel Qualität gab in der gebrauchsgrafischen Gestaltung in der DDR, die unseres Erachtens zu wenig Beachtung gefunden hat bisher. Also Design, Formgestaltung, das wird doch immer stärker jetzt auch in Blickpunkt genommen. Das ist für uns auch interessant, weil wir ja ein Museum sind für Produkt- und Warenkultur. Da spielt dieser gestalterische Aspekt eine große Rolle mit dem Kern Deutscher Werkbund. Und also wie gesagt, das rückt stärker ins Bewusstsein, aber dieses alltägliche Gebrauchsgrafische unseres Erachtens nicht ausreichend. Und wir als Museum haben das schon sehr frühzeitig auch gesammelt. Also uns geht es darum, zu zeigen, wo Qualität sichtbar und erkennbar wird. Wir zeigen ja so sehr breit alle Facetten der Gebrauchsgrafik in der DDR, um so einen Einstieg erstmal zu finden. Das ist so der Anfang. Also ich denke mir, wir werden auch weiterhin auch Projekte zu diesem Bereich überhaupt die DDR-Produktkultur machen. Und für uns ist es jetzt, also wir haben sehr lange gar nichts mehr in diesem Bereich gezeigt, außer natürlich in unserer Dauerausstellung, da ist es ständig präsent. Für uns spielt es auch eine Rolle in diesem so Ost-West-Vergleich, aber eben nicht als Sonderausstellung. Das Museum hat sehr früh begonnen, DDR-alltägliche Produktkultur zu sammeln, so in den 70er, 80er Jahren. Also wir selbst existieren ja seit Anfang der 70er Jahre. Und es gab immer so schon vor der Wende eben so ein Interesse daran, weil wir ja Museum der Produktkultur sind. Da bietet sich das natürlich an, gerade wenn man Verpackung, Reklame, Warenästhetik vergleichen will, ist es sehr günstig sozusagen. Auch in der DDR so diese spezielle Gebrauchswertorientierung ist interessant, so als Vergleichspunkt. Und wir wollten immer schon diesen Sammlungsbereich einer Revision unterziehen. Das wurde jetzt gemacht durch eine 2-jährige Arbeit der Kuratorin, der Ausstellungskuratorin Florentine Nadolny, die eben den gesamten Sammlungsbereich durchgearbeitet hat. Und dann haben wir überlegt, welchen Schwerpunkt wollen wir setzen. Ein Schwerpunkt hätte sich auch angeboten, 50er, 60er Jahre, diesen Vergleich oder den Bezugspunkt zum Deutschen Werkbund, der ja unser historisches Kernthema ist.
1907 gegründet als eine Reformbewegung, die versucht hat, Qualitätsmaßstäbe in der Produktkultur zu setzen. Und da ist natürlich interessant, diese deutsche Tradition, also Werk, Bund, Bauhaus und so weiter, sachliche Gestaltung, wie wird das im Westen und wie wird es im Osten sozusagen fortgeführt? Also wie ist das Verhältnis zur Tradition? Das ist ein Bereich, den wir hier ansprechen, auch in der Dauerausstellung, aber den man natürlich in der Sonderausstellung sehr viel, also wo man das einfach ausarbeiten könnte. Das war die eine Sache. Und das Zweite eben, was wir jetzt hier realisiert haben, ist so diese ganze Frage Produktkultur und gebrauchsgrafische Gestaltung für kulturelle Zwecke. Also diese Plakate, die wir hier nur leider als Leihgaben zeigen können, weil wir gar keine große Plakatsammlung haben, aber Plakatsammlung Ost hat uns sehr schöne Leihgaben gegeben. Da sieht man besonders die hohe Qualität des Kulturplakats, also für Theater und für Ausstellungen und so weiter.